Ja, wir sind jetzt, Stand Ende April 2017, in der Zeitschiene soweit, dass wir bis Juli diesen Jahres die Halle wieder komplett saniert haben wollen. Das heißt, der Hallenboden ist bis dahin komplett saniert. Die Sanitäreinrichtungen, Umkleideeinrichtungen werden in den nächsten Wochen angepackt werden, mehr oder weniger komplett erneuert. Brandschutzeinrichtungen werden dem modernen Stand angepasst, sodass wir ab August wieder Trainingsbetrieb für die Ligamannschaften Handball und Hockey ermöglichen können. Wir reden über einen Sanierungsaufwand, Kostenaufwand von gut 100.000 Euro, was also die eigentliche Halle anbetrifft. Dazu kommen nochmal 30.000 Euro, was hier Einrichtungsgegenstände anbetrifft, Bänke, neue Anzeigetafel für die Meisterschaftsspiele, für die Ligaspiele. Ich muss sagen, wir haben uns getroffen im Januar mit der Stadt zusammen, mit dem Herrn Fisser vom Dezernat für den Sport und der HSG Krefeld. Und wir müssen sagen, die Halle war in einem erheblich besseren Zustand, als man breitflächig erzählt hat, als wir vermutet haben. Und von daher freuen wir uns auch darüber, dass wir jetzt immer gute Chancen haben, das Ziel zu erreichen, dass wir zum Saisonbeginn dabei sind. Der Betrag von 100.000 Euro wird zwischen der Bezirksregierung Düsseldorf, also dem Land Nordrhein-Westfalen auf der einen Seite und der Stadt Krefeld auf der anderen Seite aufgeteilt, je nach Verhältnis der Nutzung in der Vergangenheit für die Unterbringung der Flüchtlinge. Die Bezirksregierung kommt einen Betrag von ungefähr 50.000 Euro zu, was die Kostenübernahme anbetrifft. Den Rest wird die Stadt Krefeld bezahlen aus der Sportpauschale. Man muss bei der Gelegenheit aber auch dabei sagen, dass die Halle auch vor Inanspruchnahme für die Flüchtlinge ja nicht in einem neuen oder keine neue Halle war und in einem Top-Zustand war. Es hat auch seinerzeit schon entsprechende Mängel gegeben. Ja, wir sind natürlich unendlich stolz, dass wir endlich in die Halle hier wechseln dürfen. Wir haben jetzt, ich will schon fast sagen, ja, über ein gutes Jahr dafür gekämpft, dass wir endlich hier einziehen dürfen. Und jetzt ist es soweit, wir dürfen planen, wir sind tief in den Vorbereitungen und es wird mit Sicherheit ein großes Erlebnis für uns.